Hi, und da sind wir auch schon wieder zurück zu, ja, wer hätte es erraten können, Unturned. Und wir sind immer noch auf dem Weg zum Airport. Gehen jetzt zu Charlottetown, dann gehen wir nach Montagu. Und dann sind wir ja schon fast beim Belfast Airport. Und keine Sorge, wir nehmen kein Flugzeug und hauen hier ab. Wir suchen wirklich nur einen Generator. Denn mehr wollen wir nicht. So. Aber hier kann ich mir Benzinkanister mitnehmen oder mein Auto betanken oder ein Auto betanken und dann losfahren. Damit ich nicht wie die letzten zwei Folgen nur durch die Prärie steppe hier. Oh, hallo. So. Kochzombie. Aber ich finde auch so die Idee von den Zombie-Designs so lustig, ja? Also, die bayerische Zombies, also ich schätze mal schon, dass sie bayerische Zombies darstellen sollen. Dann gibt es Köche, Feuerwehr, also so. Ich finde es ganz lustig. So, drei Kanister mitnehmen. Ich glaube, das Auto nehmen wir, das sieht cool aus. So, dann machen wir es uns mal ein bisschen einfacher. Nochmal schnell die ganzen Sachen raus hier. Dass wir schneller befüllen können. Der ist voll. Der ist voll. Der ist empty. Oh, so. Reingekippt. 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 Ah, okay, also macht ein Tank 25% aus. So, jetzt wollte ich noch mal gucken. Der wiegt jetzt 1,5. Au, 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 au. Schloch. Wenn jetzt hier verreckt wäre, ey. So, jetzt gucken wir nochmal. Ein voller Gaskanister, Gaskanister. Ah, cool, die wiegen nicht mal. Also die werden nicht mal schwerer, wenn sie voll sind. Ist zwar an sich unlogisch. Aber ist gut für mich. Können wir zurücktauschen hier. Fleischkarte. Okay. Auto holen wir uns gleich. Wir gehen erstmal schnell in die Apotheke. Weil wir doch schon ganz schön angefressen sind. Eine Rack, die so, ich würde schon fast meinen, gar nicht hilft. Mal hier. Boah. Nein, 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 nein. Alter. 26% Leben. Ich denke, ich heile mich erstmal. In Ruhe. Ja, ich glaube, die heilt wirklich nur gegen Strahlung. Nee, beides. Was haben wir noch? War schon ein bisschen knapp. Immer noch nicht so viel. Okay, hier ist noch eine Bandage. Kann mir wenig so Bandagen heilen. Ich meine, klar. Ist jetzt nicht so die Rettung. Oh, das war gerade gut. 71%. Das haben wir. 81. Ja, 81. Hunger hat er auch, Mann. Was der alles hat, ey. In so einer Situation, das Einzige, was ich hätte, wäre Adrenalinüberschuss. Und Milcheinschuss. Nein, also, gehen wir mal ins Diner. Da sehe ich doch schon die Dosen liegen. Apfelsaft. Holy Water, Potato Chips. Haben wir hier. Dosenpasta. So, hier. Ach krass, da sieht man gar nichts. Cool. So, jetzt haben wir mal die Pasta.
An sich finde ich, könnten sie ruhig die Spawnrate von Essen und Trinken ein bisschen runternehmen, damit es ein bisschen mehr Survival hochkommt. Aber ich sag mal, ich bin auch ganz zufrieden. Weil ich musste noch nie wirklich Hunger leiden hier. Noch eine schöne Coke reinziehen. Mit diesem supergeilen Geräusch. Ja. Was haben wir hier noch? Moldi. Ja, die brauchen eine Sekunde. Die sehen mich erst. Und dann denken sie sich, oh Mensch. Also, so viel denken Zombies ja nicht. Haben Studien ergeben. Naja, man hat 100 Leuten gefragt und 80 meinten, das ist so. Also kann man einfach Fakten besser hinterlegen, wenn man einfach... Kommt der immer her, hier. So, Auto getankt. 100%. Oh, das war so ein Flitzer, cool. Dann sind wir quasi gleich da. Den nehmen wir noch mit hier. Guten Tag. So. Schade, dass es kein Autoradio gibt. Also wir haben zwar Musik im Hintergrund laufen, aber so... Wenn man so runterguckt, so macht man einen Klick, macht man Radio an. So, jetzt müsste gleich der Autounfall kommen. Das ist hier links. Da war eine kleine Siedlung. Oh. Oh, jetzt kommt wieder der PC-Profi hier, der Tervana sich nennt. Genau, in genau falsche Richtung. Ich fahre einfach hier lang. Das ist schon so richtig gut für so einen Sportwagen. Einfach so übers Gelände zu fahren. Warum kann sich die Scheißkarte nicht aufs Armaturenbrett legen einfach? Der ist so ein Multitalent, der so mit der Hand aus Loks, also aus Stämmen, Bretter sich raus. Was auch immer macht, ah, sind wir richtig. Und diesmal habe ich sogar aufgepasst, wann die Folge angefangen hat. Ja, Daumen hoch. So, jetzt sind wir am Flughafen. Da steht auch schon unser pinkes Fluchtmobil. Muss mal drehen hier, dass wir gleich nachher wieder los können hier. Boah. Ja, ich schätze mal, in so einem Zombie-Apokalypse sind am Flughäfen und. Und Häfen bestimmt die meisten Zombies, weil da die meisten Menschen auf einmal so dieses dumme Denken so von wegen so müssen alle ganz ganz schnell weg. Und dann werden alle totgetrampelt und sterben ungefähr 10.000 Menschen mehr als eigentlich gestorben wären, wenn alle ruhig geblieben wären. Aber was soll's. So. Das Schöne ist, die Generatoren sind auch so schön gelb, also man kann sie quasi nicht übersehen. Die leuchten quasi richtig. Vor allem, was ein Flughafen. Also, ich will auch nicht landen mit dem Flugzeug. Da muss der Quack der Bruchpilot sein. Von. Keine Ahnung. Onkel Dagobert. DuckTales, genau. Danke an meine Frau. Daumen hoch für meine Frau. Kann man hier reingehen? Ich weiß nicht. Es ist grau in grau hier. Alter. Ja, ich war gerade da. So hoch und hoch. Oh, das wäre jetzt so phänomenal, jetzt einfach hier oben so einen Generator zu finden. So. Die zwei Zombies, die übereinander lagen. Ihre Art ist bedroht, sie müssen sich fortpflanzen. Ach. Tja, Leute. Aber wir sind ja nicht ganz umsonst hier, denn... Messer weg, das weg und noch ein schönes Foto machen. Klick. Für einen neuen Thumbnail-Hintergrund, weil die Weihnachtszeit ist vorbei, der erlegte Hirsch muss weichen. Und ein bisschen Abwechslung will ich euch ja auch mal antun. Und runter und so.
runter. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne anschreiben, ob irgendwelche Spiele, ich bin auch bereit dafür. Bereit dafür? Ja, ich würde mich auch bereit erklären, mir von mir ist auch ein neues Spiel zu holen bei Steam oder wo auch immer, dass ich auch mit anderen Leuten spielen kann. Ihr könnt mich auch gerne bei Steam anschreiben, mein Name ist Taiwana. Wer hätte es gedacht? Au, 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 au. Kriege ich jetzt hier? Jawoll. Sehr schön. Ist zwar kein Generator, aber ich habe einen Rucksack gefunden. Und laut meines Wissensstandes ist das der beste Sack, den man haben kann hier im Land. Ist der dicke Sack. Nehmen wir ihn erstmal mit und packen nachher um. Weil jetzt alle Sachen wegschmeißen und hin und nee, das ist mir jetzt zu aufregend. So, der kriegt noch eine weg. Gucken hier, Müll, Munition. Aha, Tracer Bullets. Aha. Oh. Ich meine, da hinten war ein Bunker gewesen. Wo wir auch noch hingehen, wenn wir hier keinen finden. Aber Leute, 14 Minuten sind erreicht, laut meiner Uhr. Danke fürs Schauen. Wenn ihr wissen wollt, was in diesen zwei Depots sich befindet, müsst ihr leider in die nächste Folge reinschauen. Tut mir leid. Würde mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao.